Das morgen im Intro, oder? Ja. Pen-and-Paper-Rollenspiel, wahrscheinlich einem bekannt, kann man beschreiben als eine Mischung aus Gesellschaftsspiel. Es gibt feste Regeln, Würfel in der Regel zumindest.
Improvisationstheater, wobei das, der Theateranteil insofern natürlich gering ist, als dass man es das ja nur erzählt in der Regel und nicht auch live spielt. Ja, das Spiel. Trotzdem hat man eigentlich immer so einen Improvisationstheateranteil da mit drin, ne? Wenn man nur als Spieler dann mal ein bisschen die Stimme verändert oder ja, schneller redet, weil die Szene es hergibt. Und das letzte ist Geschichten erzählen, wo ich immer was zu sagen würde, das ist eigentlich der größte Punkt, weil am Ende, egal wie man spielt, entsteht immer eine Geschichte. Ja, das als Background für das Wort Rollenspiel. So, kommen wir zum Begriff Theorie. Das ist natürlich etwas schwieriger. Das ist die Definition von Wikipedia. Eine Theorie ist im Allgemeinen eine durch Denken gewonnene Erkenntnis im Gegensatz zum durch Erfahrung gewonnenen Wissen. Ja, also man denkt über etwas. Und in der Wissenschaft bezeichnet Theorie abweichend davon, wobei ich finde, dass es nur zum Teil abweichend ist und sich eigentlich nicht wirklich widerspricht, ein System wissenschaftlich begründeter Aussagen. Wissenschaftlich begründet ist, heißt im Allgemeinen, man kann es wiederholen und man kommt wieder auf dieselben Ergebnisse. Das dazu dient, Ausschnitte der Realität, in diesem Fall die Realität des Spielens oder die Realität am Spieltisch, ja, und die zugrunde liegenden Gesetzmäßigkeiten, also natürlich nicht einfach zu regeln, aber alles, was irgendwie damit zusammenhängt, zu erklären, also zu beschreiben, also über das, den Gegenstand an sich, und Prognosen über die Zukunft zu erstellen. Das heißt, daraus am besten für die Zukunft ja, was mitzunehmen und schon gewisse Erwartungen ableiten zu können, eventuell auf gewisse Situationen vorbereitet zu sein und so weiter. So ein bisschen anders ausgedrückt oder zusammengefasst. Es geht auf jeden Fall darum, etwas zu generalisieren und allgemeine Strukturen des Gegenstandsbereichs als Untersuchungsobjekt zu sehen. Also anders ausgedrückt, auf einer Metaebene über etwas zu reden. Also wenn ich jetzt sage, ja, bei Rollenspielwerk XY, da braucht man ja die 100er Würfel und dann hat man da so und so viel Prozent und so weiter, wäre das für mich nicht die Theorie, sondern das wäre die Praxis dieses speziellen Regelwerks, sondern die Theorie ist allgemeiner, eine Ebene darüber. Ja, also allgemein über Rollenspiel zu reden. Regelmäßigkeiten zu entdecken, Gesetzmäßigkeiten. Mögliche Fragestellungen, die man sich dann stellen kann oder die Richtung, in die man denken kann. Aber zum einen, wie funktioniert Rollenspiel überhaupt? Das Wichtigste ist erstmal, dass es schon sowas wie ungeschriebene Regeln gibt. Also auch wenn wir da solche Stapel von Regelbüchern liegen haben, haben wir doch einen ganzen Haufen von Regeln, die eigentlich ungeschrieben davor kommen. Geht los mit, wir sollten nicht pünktlich sein, damit wir auch zusammen spielen können oder sowas. ja, das welcher ist der, Grund ist das der Fall und wie kann ich beitreten? Manchmal ist es vielleicht hilfreich, oder wäre es hilfreich, ungeschriebene Regeln mal aufzuschreiben, aber das ist dann ein anderes Thema. Der sogenannte Gruppenvertrag, das was innerhalb der Gruppe eben an ungeschriebenen Regeln existiert, ja, das ist sozusagen ein Vertrag, der aber nicht unterschrieben und aufgezeichnet ist und sozusagen nur die Köpfe theoretisch existiert, aber das ist zum Beispiel eine Sache, womit man sich beschäftigen kann. Welche Art und Typen des Rollenspiels gibt es? Natürlich gibt es unterschiedliche Genres, unterschiedliche Welten, in denen man spielen kann, unterschiedliche Regelmechanismen, unterschiedliche Techniken und so weiter. Achso, eine Sache dazu noch. Natürlich gibt es auch insofern unterschiedliche Arten zu spielen, dass man den Fokus mehr auf den Erzählen haben kann oder mehr auf Würfeln oder vielleicht auch mal Sachen. Dann, welche Klassifizierungen lassen sich treffen, also welche Regelmäßigkeiten gibt es? Das bekannteste sind die Spielertypen, da komme ich auch noch mal kurz drauf zurück. Also alle Leute, die am Spieltisch sitzen, ja, die Spieler, die, wenn die Spieler da vor euch sitzen, die eben auch Mitspieler sind. Was mögen die eigentlich gerne? Warum machen die überhaupt Rollenspiel? Was für Arten von Spielern gibt es überhaupt?
Ja, und dann, welche konkreten Methoden, Techniken sind eigentlich möglich? Natürlich Abenteuer, Ideen, wie kommt man zu Abenteuern? Welche Techniken gibt es, schnell Abenteuer zu erstellen? Welche Improvisationstechniken gibt es vielleicht, wir kommen als Spieler immer in die Situation, dass man improvisieren muss, aber wie geht man damit um? Welche Möglichkeiten gibt es, NSCs darzustellen? Wie ist das mit Begriffen wie Dramaturgie zum Beispiel? Wozu brauchen wir das Ganze jetzt? Also wir können doch auch einfach am Spieltisch sitzen und Spaß haben. Ich habe zwei Gründe. Erster Grund, Rollenspieltheorie ist gut, um Probleme zu beheben oder dafür zu sorgen, dass sie gar nicht erst auftreten. Der gute Robin DeLance, der häufig auftauchen wird, als einer von den Klassikern der Rollenspieltheorie, sagt sowas wie, repariere nicht, was nicht kaputt ist. Soll heißen, wenn im Prinzip alle am Spiel zu Spaß haben und sagen, das war ein netter Abend, ein schöner Abend, dann ist ja alles gut. Ja, also wenn alle Spaß haben, ist alles gut. Aber es gibt ja doch immer wieder Situationen, wo es doch eine Unzufriedenheit gibt. Entweder mit nur einem Abend, wo man sagt, eigentlich bringen wir total Spaß, aber heute war es irgendwie langweilig, fehlte was mit einer Runde, dass man mit Leuten spielt und sagt, irgendwie, da gibt es immer nur einen Streit und das nervt mich irgendwie. Vielleicht auch nur mit einer Situation oder einer Szene innerhalb eines Abenteuers, wo man sagt, eigentlich, ja, der Abend war auch eigentlich nett, aber irgendwie die Situation, das hat irgendwie, das war irgendwie doof, das hat mich unzufrieden gemacht. Um vielleicht ein, zwei Beispiele zu nehmen, ein oder andere wird das vielleicht kennen. Man hat in der Gruppe einen Kriegercharakter, der dann irgendwann plötzlich ausrastet und den Auftraggeber umbringt und mein Spielleiter da sitzt und sagt, toll, jetzt erstmal meine ganze Abenteuer-Idee hin. Die Spieler sind genervt, weil sie sagen, wir wollten jetzt gerade mit ihm interagieren, jetzt wurde es gerade spannend, was denn jetzt hier eigentlich passiert ist, jetzt ist kaputt. Ein guter Spieler, der kann natürlich improvisieren, aber trotzdem könnten ja eventuell solche Situationen auftreten. Ein anderes Beispiel, andersrum, dass die Spieler sich beschweren, irgendwie ist es doch egal, was ich als Charakter mache, irgendwie der Spieler dreht es doch wieder so hin, dass wir doch genau nur seine Geschichte nachspielen und das sogenannte Railroading, man hat gar keine Möglichkeit, nach rechts oder links auszuweichen als Spieler und man spielt einfach genau das Schema nach und dann fragt man sich, ja, da kann ich auch einen Boden lesen. Ja, es gibt verschiedene Listen, das versuchen zu erfassen, welche Möglichkeiten es da gibt, unzufrieden zu sein. Andere Beispiele wären eben noch sowas wie zu viele Regeldiskussionen, kann auch manchmal sehr nervig sein. Das ständige Dauerwürfeln, ja, man ist eigentlich nur noch würfeln, irgendwelche Punkte zusammenzuzählen oder irgendwelche Tabellen zu sehen, nachzulesen und zu rechnen. Informationsschwemme, die Spieler wissen überhaupt nicht mehr, was sie machen sollen, weil sie einfach viel zu viele Informationen haben und gar nicht mehr hinterherkommen. Zu viele Gespräche zwischen den SCs oder zwischen den NSCs, also wenn die NSCs die ganze Zeit sich unterhalten, dann sind die Spieler auch da langweilig. Wenn sich nur die Spieler unterhalten, dann sagen die Spieler vielleicht auch irgendwann, ja, der Plot geht ja jetzt gar nicht weiter, weil der Spieler da gar keine Chance mehr hat, irgendwie weiterzureden. Oder zu viele Gespräche zwischen den SCs und NSCs, also wenn es darum geht, das neue Schwert zu kaufen, eigentlich weiß man, das kostet 2 Goldmünzen in der nächsten Schmiede, dann kann man das auch eine halbe Stunde lang ausspielen. Die Frage ist halt, ob man das möchte. Und das kann natürlich auch zu Unzufriedenheit führen. So, oft weiß man nicht genau, woran das liegt. Also bei einigen Sachen ist es vielleicht offensichtlich, bei anderen aber manchmal nicht. Und man hat irgendwie das Gefühl, die eine Situation, die irgendwie nicht so gut gefiel, taucht irgendwie in der Spielrunde noch häufiger auf. Und man weiß aber irgendwie nicht so richtig, woran liegt das eigentlich. Und irgendwie ist es dann doch irgendwie mal frustrierend. Aber man will eigentlich drüber auch nicht wechseln, weil das sind ja Freunde, mit denen man spielt und so weiter und so fort. Oft hilft die Theorie dabei, mal zu gucken, wo man könnte das eigentlich liegen, welche Punkte sind das, die überhaupt in Frage kommen, wie kann man das vielleicht ansetzen. Vielleicht noch nicht immer, oder vielleicht ist die Theorie manchmal nicht gut genug, um immer zu helfen, aber zumindest ist es oft ein guter Ansatz. So, jetzt habe ich noch einen zweiten Grund. Rollenspieltheorie ist gut, um
den Horizont zu erweitern. Also mit dem Zitat von Robin Dorf, wenn alles gut läuft, wenn alle Spaß haben, ist ja alles wunderbar. Aber vielleicht gibt es ja noch Sachen, die einem noch mehr Spaß bringen würden, von denen man bloß nichts weiß. Oder andere Arten, daran zu gehen. Also man kann man hat als Spielleiter vielleicht neue Ideen, wenn man noch mit Regeln anders umgehen kann, mit Techniken, Tipps, wie man irgendwie das noch verfeinern kann. Ja, da gibt es ja auch einige Workshops hier auf der Nordcon, wo dann kleine Tipps gegeben werden, wie man im Alltag Sachen umsetzen kann. Vielleicht neue Ansätze und Methoden, also zum Beispiel Spiele im Spiel, da gibt es auch einen Workshop zu, habe ich gerade gesehen. Das eine war, ich glaube, das ist bei dem Rollenspiel Regelwerk Dread, aber ich habe das auch für andere benutzt, ein Megafon in die Mitte zu stellen. Und immer wenn was Schlimmes passiert, müssen die Spieler halt einen Stein rausziehen und ihn oben drauflegen, weil das einfach den Druck und die Spannung erhöht, ja, des Spiels. Also mal ganz neue Methoden zu haben, die man mal ausprobieren kann. Oder vielleicht neue Spielarten, wenn man jetzt immer DSA spielt oder so. Vielleicht mal was anderes, ein reines Erzählrollenspiel zu spielen, wo es gar nicht so viele Regeln gibt. Oder Rollenmaster zu nehmen, um noch mehr Regeln zu haben. Also irgendwie mal was ganz anderes, eine neue Spielart zu spielen. Oder vielleicht mal zu sehen, gibt es vielleicht auch Spiele, wo man eigentlich gar nicht würfelt, sondern eigentlich nur mit Karten hantiert. Oder eben andere Arten des Spiels hat. Genau, und diese neuen Sichtweisen oder neuen Ideen oder so können vielleicht noch mehr Spaß bringen und mehr Abwechslung bringen, auch wenn sonst schon alles gut ist, aber dass man trotzdem den Horizont mal guckt, was gibt es eigentlich vielleicht noch. So, dann komme ich jetzt zu einigen Modellen, beziehungsweise zu Griffe, die ich einfach mal vorstellen möchte, wo ich genau sage, davon sollte man mal gehört haben oder die Leute mal irgendwie als Spielleiter kurz angedacht haben und ob man dann sagt, kann ich mitarbeiten oder nicht, das ist dann eine andere Sache, aber zumindest, dass man mal davon gehört hat. Der erste Begriff ist Dramaturgie. Ganz, also bedeutet die Beschäftigung mit der dramatischen Struktur eines Werkes. Das heißt, du bist was wie Höhepunkt, Einleitung, Schluss. Das klassische Beispiel ist, Einleitung kommt Teil Schluss. Ja, es gibt einen Opener, dann kommt der Hauptteil, was eigentlich passiert. Dann kommt irgendwie der Schluss. Das ist noch relativ simpel und das macht wahrscheinlich mehr oder weniger jeder so. Da stellt man sich solche Fragen, wie kommt der Höhepunkt eigentlich mal hin? Ja, ist der Kampf gegen den Endgegner die letzte Szene oder gerade nicht? Ja, man kann ja auch damit vielleicht mal brechen und das als erstes nehmen. Es gibt aber auch eine Sache, die häufig bei Filmen genutzt wird, ein Schema, da wird gesagt, am Anfang gibt es einen Normalzustand. Häufig, wenn ihr mal Filme guckt, geht es dann mit einer alltäglichen Situation des Protagonisten oder der Protagonisten los. Ja, Alltag im Haus oder bei der Arbeit oder was auch immer. Dann gibt es einen Erwartungsbruch, eine Komplikation, die zu etwas Neuem führt. In der Regel erstmal etwas Negatives. Ja, Filme ja vielleicht auch nicht so spannend, wie sie meistens sind. Also irgendwie etwas Neues, was irgendwie zu einer Komplikation führt, dann muss man ja irgendwie umgehen. Sei es, dass, weiß ich was, der Vater umgebracht wird oder man den Job verliert oder was auch immer. Kann ja alles möglich sein. Diese Komplikation kann in diesem Fall jetzt direkt die Spieler betreffen, kann aber natürlich in diesem Fall auch NSCs, also die Nicht-Spieler betreffen, also die Statisten, wo aber dann die Spieler irgendwie mit involviert werden oder dem helfen sollen. Ja, aufgrund dessen folgt natürlich eine Emotion bzw. eine Evaluation der ganzen Situation, also zu sagen, ja, wie gehe ich jetzt als Protagonist neu mit dieser Situation um? Ja, je nachdem, wie groß diese Komplikation ist, dieser Erwartungsbruch ist, fällt natürlich auch die Schwere der Emotionen an. So, und dann geht es, und da setzt dann sozusagen der Hauptteil an, um die Lösungsversuche und um die Handlung, dieses Problem zu lösen. Das kann natürlich halt möglich sein, ja, die Orks zu töten oder das Rätsel zu lösen oder was auch immer.
dann gibt es ein Ergebnis. Und dann, also das Ergebnis wäre dann zum Beispiel der Endgegner ist dann am Ende tot und er hat das Übel verursacht. Und dann, manchmal vielleicht nicht zu unterschätzen, sollte es danach auch nochmal wieder eine Evaluation geben und nochmal wieder zu gucken, wie geht man jetzt mit dieser neuen Situation um. Also wenn jetzt nämlich der böse Endgegner bereits Leute umgebracht hat, dann sind die ja vielleicht nicht unbedingt wiederbelebt. Ja, und auch wenn dann das Böse aus der Welt geschaffen ist, gibt es ja trotzdem vielleicht eine neue Situation, wo man sich neu einstellen kann. Übrigens dann auch die Möglichkeit, da dann natürlich das nächste Abenteuer anzusetzen. Dann gibt es sowas wie Cliffhanger, in Serien ja, sehr beliebt. Ja, das Ende ist nicht, wo das Ganze abgeschlossen ist, sondern es hört mittendrin auf. Der Charakter stürzt den 50 Meter hohen Felsen runter und mitten in der Luft sagt der Spieler, okay, Schluss. Das sollte man nicht immer machen, aber